독일 뮌헨시를 관통하는 하천 한 개가 있습니다. 바로 이자르강인데요. 이자르강은 도심 하천으로 오랫동안 개발되고 이용되면서 수질 악화, 생태계 파괴 등 많은 문제를 야기하다가 2000년대에 들어서 복원 사업을 시작했는데요. 이제는 복원이 완성된 지 거의 20년이 되어 독일인들의 큰 호응을 얻었다고 합니다. 그러다가 이러한 성공 사례가 본인들 조국뿐만 아니라 머나먼 한국에도 있었다는 사실을 알게 되었다는데요. 독일의 이자르강보다 더 천지개벽한 한국의 청계천을 보고 놀라움을 금치 못했다고 합니다. 독일인의 눈으로 바라본 한국의 청계천은 어떤 모습이었을까요? 독일 뮌헨 아지르강 복원 20주년 기념 독일 공영방송 한국 청계천 다큐멘터리를 함께 만나보시죠. 청기현, Korea, die Geschichte war ziemlich interessant. Wiederherstellung des Cheonggyecheon-Gebiets in Seoul, der Hauptstadt Koreas. Der Bau begann am 1. Juli Ichonsam unter dem Kommando des damaligen Bürgermeisters von Jindu von Seoul, Lim Jung-bak, und wurde am 1. Oktober Ichionu abgeschlossen. Damals habe es Experten gegeben, die darauf hinwiesen, dass die Cheongye High School des Landes ein uralter Ort sei, mehr als 30 Jahre alt, und dass die Gefahr eines Zusammenbruchs bestehe. Es wurde in Form eines Deckels über einer Wasserstraße hergestellt, insbesondere als die Cheonggyecheon-Überführung gebaut wurde. Die Ansammlung von Schadstoffen um ihn herum führt dazu, dass Methangas das Innere des Bauches füllt. Da die Gefahr bestand, dass sich dieses Gas im Bauchraum ansammelte und platzte, bohrte die Stadt Seoul stellenweise Lüftungslöcher und gab Gas ab, das jedoch nur eine Notlösung sein soll. Damals gab es eine Warnung der US-Armee, um Ichionil herum keine saubere Rechnung zu verabschieden. Zum Zeitpunkt seines Baus war Sa-Daemun an, wie das Eja Yonjo, das Stadtzentrum von Seoul, aber ganz Seoul entwickelte sich zu einem neuen Stadtzentrum, insbesondere Gangnam und so weiter wie Yonjo und andere. Mit dem Niedergang der Altstadt stellte sich auch die Frage nach der Notwendigkeit eines Verkehrsplans. Es gab auch die Meinung der Bürger, dass Überführungen in Städten Städte beschneiden und ihre Schönheit verletzen. Selbst wirtschaftlich gab es Experten, die sagten, dass der Abriss eher ein Gewinn als die Aufrechterhaltung eines hohen Preises sei. Unter diesen Umständen riss das Restaurierungsprojekt von Cheonggyecheon die Kinge-Oberschule, die einst ein Trauerkomplex gewesen war, ab und gab sie den Bürgern zurück. Positiv ist die Bereitstellung einer Sitzecke im Stadtzentrum und die Schaffung einer neuen Touristenattraktion. Tatsächlich besuchten im Jahrzehnt von Ichionu bis Ichionsibo nach der Eröffnung von Cheonggyecheon etwa 70 Millionen inländische und ausländische Staatsangehörige. Es verbessert auch die Innenstadtatmosphäre, indem es den Windweg unter Umweltaspekten öffnet. Es senkte die Temperatur um mehr als 10 Grad unter die Peripherie und trug so erheblich zur Reduzierung und Eindämmung des Hitzeinselphänomens im Stadtzentrum bei. Der direkteste Erwartungseffekt des Korea-Cheonggyecheon-Restaurierungsprojekts war die Instandhaltung der Innenstadt. Das alte Stadtzentrum, in dem es zu schlummern kam und zu verfallen begann, verbesserte die Umgebung durch Cheonggyecheon. Sie soll die Flächennutzung im Umland diversifiziert haben, indem sie die Standortattraktivität verschiedener Industriezweige erhöhte. Und es hat sich bei der Verhinderung von Überschwemmungen außerordentlich gut bewährt. In der Vergangenheit war der Bezirk Yeonju ein gewohnheitsmäßig überschwemmtes Gebiet. Aber nach der Wiederherstellung von Cheonggyecheon wurde über Cheonggyecheon ein großes Wassergebiet freigesetzt. Sie erweist sich im Hochwasserschutz als herausragend, da auch starke Regenfälle von über 6 mm keine Überschwemmungen verursachen. Für ein solches Restaurierungsprojekt genießt es im Ausland einen recht guten Ruf. Der US-Stadtplaner Jeff Speck hat die Leistung bewertet, Li zum Präsidenten eines Cheonggyecheon-Restaurierungsunternehmens zu machen. Das National Geographic ist auch ein Beispiel für einen erfolgreichen Stadtpark. Im Gegensatz zu einigen Ökologen kritisieren Cheonggyecheon-Restaurierungsprojekte als Bunkoso oder künstliche Bäche. Bäche in ihrem natürlichen Zustand sammeln im Laufe der Zeit Sedimente an. Darüber hinaus gedeihen Moose sowie Maultiere und Niederungen, der Sauerstoffgehalt sinkt und die Arten ändern sich, um ihrem Zustand zu entsprechen. Es enthält Fische, Vögel, Insekten, Parasiten, Keime, Bäume, Büsche und Wasserpflanzen gleichermaßen. Ob es darum geht, die Bürger Seuls willkommen zu heißen oder sie zu kontrollieren, weil sie nicht einladend sind, oder sie durchläuft manchmal einen Prozess,
bei denen die Umgebung überflutet wird und manchmal sogar bis zum Grund austrocknet, um zu trockenen Quellen zu werden. Aber der Wunsch nach Cheongye-cheon, der kein so großer Cheongye-cheon ist, sondern mit Sashi-sa-cheol wünschenswerte Bedingungen festgelegt wurde, besagt, dass weder der Seuler Bürger noch der Administrator anders waren. So hieß es, wir könnten unser Budget und unsere Belegschaft nicht in feste Hände geben. Wenn die Wiederherstellung bald die Natur in einem Missverständnis schafft, wird es meiner Meinung nach wie ein Bild sein. Aber in Wirklichkeit ist es das nicht. In einem bildähnlichen Bild liegt es in der Natur, dass die überfüllte Natur des Bereichs darin es festhält und es daher ohne menschliche Eingriffe aufrechterhalten wird. Die Strömungsprobleme von Cheongye-cheon allein sind die Lücken in den Versickerungen des Regenwassers, die Lücken, in denen Wasser in Bäche versickert, und das Fehlen von Bächen, die Quelle sein werden. Es geht nur um das Grundwasser und das Wasser des Han-Flusses sowie den Yuzhuang-Pass, die aus den Seoul Municipal Indicators für fließendes Wasser entnommen wurden. Tatsächlich fließen nicht nur Cheongye-cheon, sondern auch viele koreanische Bäche während der sommerlichen Monsunzeit in ihrem natürlichen Zustand gleichzeitig richtig. Die meiste Zeit des Jahres, außer während der Regenzeit, nagt es entweder kaum auf dem Boden oder ist völlig trocken. Bei den Bächen, die in dieser Zeit außer während der Monsunzeit fließen, handelt es sich um eine große Anzahl künstlicher Bäche, die absichtlich Wasser aus flussaufwärts abpumpen. Die zugrunde liegende Ursache für das Scheitern Koreas beim Bau von Kanälen oder Bächen wie Europa ist, dass der Sashi-Sai-Regen kein so reiches Land ist. Wenn man also die Bäume auf der gleichen Fläche außen pflanzt und den Wasserweg gerade und gebogen macht, ist das kein Natural. Es ist nichts anderes als ein Stilwechsel auf eine andere Art und Weise als ein Garten, der es modern einfach gemacht hat, je nach Zeichen des Motivs. Beide benötigen ebenfalls ein stetiges Management durch Drehen der Maschine und Reinigen des Bodens. Dies gilt gleichermaßen für das Cheongye-cheon-Restaurierungsgeschäft. Bald können Bäume gepflanzt werden, um den Schatten zu genießen und Gras zwischen den Gebäuden zu bilden. Es ähnelt heutzutage den Gärten luxuriöser Apartmentkomplexe, in denen klares Wasser in den Bach fließt und dafür geworben wird, dass Kinder planschen können. Es ist eine künstliche Umgebung, die wie die Natur aussieht, aber die Natur nachahmt, um die Illusion von Migranten zu befriedigen, und es braucht ein stabiles Management mit einem Budget und einer Belegschaft. Dem restaurierten Cheongye-cheon geht es nicht anders. Deshalb kündigt die Stadt Seoul Icheon Saipsam den Cheongye-cheon Icheonosip Masterplan an, der besagt, dass sie Cheongye-cheon langfristig von Icheon Sipsa bis Icheonosip wiederherstellen wird. Der Plan ist in kurzfristige Pläne bis Icheon Saipsamen Icheon Saipal, mittelfristig bis Icheon Sibeguman Icheon Samsip und langfristige Pläne bis Icheon Samsibilmen Icheonosip unterteilt. Kurzfristig, bis Icheon Saipal, wurden die Schätze von Cheongye-cheon abgerissen, die geradlinige Cheongye-cheon Waterroad gekrümmt und es ist geplant, auf dem Abschnitt des künstlichen Bauwerks eine Waldzone zu schaffen, um einen Baum ähnlich dem alten Cheongye-cheon Arboretum zu pflanzen und so eine naturnahe Küste zu schaffen. Es hieß, es werde eine Sicherheitsdiagnose und einen sorgfältigen Kauf durchführen, um die Supo-Brücke an ihren ursprünglichen Standort zurückzubringen. Bis Icheonosip wurden die Restaurierung der Supo-Brücke, der Gwangtong-Brücke, des Oguan-Tors und alter Wasserstraßen wie Baekjeongchien und Jungyakchien wiederbelebt und mit Cheongye-cheon verbunden. Der Plan soll durch die Stabilisierung der Wasserversorgung und die Beendigung der Instandhaltung von Fußgängervorrangstraßen und umliegenden Einrichtungen abgeschlossen werden. Es kann leicht sein, die Situation vor ihrer Nase vorherzusagen. Aber wenn wir, Deutschland, sehen, wie Korea morgen konkreter malt, wollen wir so aussehen. 해외 각국의 반응 살펴보겠습니다. 이자르 강은 정말 오랜 시간을 들여서 복원했지. 정말 물도 더럽고 생태계 자체가 파괴되는 주범이라고 해도 과언이 아니었어. 20년의 시간이 지나고서야 하길 잘했다. 가 되었지만 처음 시작엔 쉽지 않았거든. 그런데 그런 나라가 한 곳이 더 있었다는 게 충격적이네. 그런데 한국은 더 디테일하고 섬세한 것 같아서 완성되는 날이 너무나 기대가 된다. 듣기로는 암시장도 있을 만큼 어둠의 공간이 되기도 한다던데 그런 곳을 다시 살려내는 건 많은 범죄와 사건들로부터 그 도시를 살려내는 일이라고 생각을 해. 그런 면에서 한국은 재빠르고 현명하게 선택을 한 거지. 아직 완성이 안 된 상태지만 지금 한국의 청계천도 좋더라고. 마지막 완성되는 날엔 어떨지 기대가 돼. 천지개벽이라는 말은 여기서 쓰는 게 맞지. 한국의 청계천은 정말 환상 그 자체야. 물론 독일 이자르강도 그렇긴 했지만 한국의 청계천이 더 대단한 것 같다고 그런 부분들은 전 세계 사람들에게 소문을 내야 해.
혹시 비슷한 어려움을 겪는 나라가 있다면 모델링하면서 배워가면 좋으니까. 역시 한국 대단해. 세상을 보는 눈, 구독과 좋아요는 채널에 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.